Jo, servus die Madeln und grüß euch die Buben. Ja, wie ihr seht, ich bin wieder mal unterwegs. Endlich einmal meine geplante Strecke von Schloss Hof da. Das zeige ich euch gleich näher, da war Baustelle, wir müssen vorher stehen bleiben. Mein Auto und dann um über die Radlfahrerbrücken in die Slowakei. So, da wollte ich eigentlich mein Auto stehen bleiben. Aber wie gesagt, Baustelle, das waren jetzt da 4 Kilometer bis daher, wo ich das Auto stehen lassen. Ich weiß nicht, ob man da viel sehen wird. Ich versuche da gerade zwischen die Stangen durch. Aber man sieht da nicht wirklich viel. Aber es ist wirklich beeindruckend da drin. Ja, es ist heute Donnerstag, ja, meine letzte Woche Urlaub. Und heute soll es noch mehr schönes Wetter kriegen. Und das nutze ich aus, um in die Slowakei und den Morgen entlang stromaufwärts zu fahren. So, da. Und da ist jetzt die Auffahrt zur Brücke dann, wo es eigentlich das Ösiland mit der Slowakei verbindet. Eine schöne Radlbrücke. Ja, schön grün, he? So, Freunde, bin jetzt ganz herum stehen geblieben. Unter mir die Mach, die fließt da unten in die Donau. Und da herum links ist schon die Slowakei. Ich bin jetzt gerade im Niemandsland. So wie es überall ist, die ganzen Liebeschlösser oder wie sie die nennen. Alles voll da. Und da jetzt einmal ein kleiner Blick stromaufwärts. Ja, ich muss sagen, sehr schöne Wege bis jetzt. Na, da gefällt es ein richtiges Fahren. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie weit ich komme. Bis Mareck habe ich auf alle Fälle einmal eingeplant. Da soll es einmal kein Problem sein. Wie es dann weitergeht, sehe ich dann eh. Da herum, wo ich auch fahre, ist eigentlich alles flach, also nichts bergelig. Also da herunten sollte man den Weg eigentlich nicht aus den Augen lassen, weil da wo so Bäume sind, haben sich die Baumwurzeln schon schön unter den Teeren der Asphalt in den gekommen. Und das sind ordentliche Granaten, die siehst du fast gar nicht. Also, drüben auf der österreichischen Seite sieht man so Fischerhäuseln. Ja, das ist ein älterer Radar für Fischer, nein, nein, nicht. Ja, und immer wieder angeschrieben von Anna Domini, dass da die Grenze ist. Ja, des Weiteren bin ich mir auch hundertprozentig sicher, dass da links und rechts von der Morch sicher etliche Bunker sind. Auf der Ösi-Seite genauso wie da, weil das war ja damals nicht so lustig. Schön imposant und sehr ruhig. Und natürlich ist die dreckig, als wie Ansa. Da drüben ist so eine Fischerhütte mit so einer Taubenfuhren drauf, glaube ich, heißen die Netze. Bin da nicht so involviert, aber macht ja nichts. Ja, wie ich da so gefahren bin, stehe plötzlich neben dem Bunker. Ja, habe ich mir so vorgestellt. Er ist eh schon halb versunken. Ich habe noch irgend so ein kleines Zeug. Da ist der Eingang. Ja, da sieht man sowieso nicht viel. Da kraxle ich jetzt gar nicht rein. Ah ja, das würde mich nicht wundern, wenn wir da noch ein paar Bunker treffen. So, ich habe mir mal gedacht, ich nehme die Kamera an, dass ihr mal diese Hubeln da seht. Die sind nicht ohne. Wenn du die ein bisschen schneller schnupfst, gibt es einen Abflug. Und da ist schon der nächste. Ja, der ist leider versperrt. Ja, darum ist der auch weiß angestrichen.
Emerald da hinten versteckt gehabt, wenn man nicht mal reinschauen will. Aber. Ja, sieht man nicht wirklich was. Ja, diese Huppeln sind natürlich im Schatten noch schwerer zum Sehen. Da kommen wir wieder ein paar. Ein Wahnsinn. Ja, wieder so ein kleines Bruckel drüber. Über das Wasser. Fische und dann auch nur drin. Da wieder auf einem alten Masten ein Storchennest. Ja, und wie ich auf der Karten sehe, kommen wir schon langsam wieder zur Morch zu. Ja, da dahinter die Morch, die man denkt, ich zeige euch jetzt einmal so einen Rundumblick. Das ist wirklich gewaltig da. Weites Land, so weit das Auge reicht, hätte der Winnie-Du wahrscheinlich gesagt. Echt geil. Ja, und eine Kleinigkeit noch aus der alten Winnetou-Geschichte. Ihr wisst ja alle, warum der Winnetou so geschaut hat. Ja, ist klar, weil so hätte er nichts gesehen, oder? Kleiner Scherz am Rande. Was mir allerdings negativ aufgefallen ist, dass ich da kein einziges Viech noch gesehen habe. Ich meine, ja, ein paar Reihen oder so, aber sonst ist da gar nichts. Keine Hosen. Ich meine, die vier Haxerten. Aber wirklich nichts. Naja. Da drüben ist Morchig. Und ein Stück weiter stromauf jetzt noch ist das Storchenparadies. Aber ich will da eh noch ein Stückchen aufwärts fahren. Bis daher wollte ich sowieso fahren, aber da geht es einfach weiter. Schau mal, der Weg ist mit C gekennzeichnet. Ja. Keine Ahnung. Fahren wir halt einmal weiter da auf der Strecke. Schauen wir, wo uns der Weg hinführt. Ja, ich hab da jetzt noch mal umgedreht. Ich wollte euch da jetzt extra was zeigen. Ich meine, es ist zwar markiert da, aber sowas, glaube ich, gibt es in Österreich. Wahrscheinlich in Deutschland auch nicht. Also, das ist der Straßenweg. Na, wenn du da rein tun hast, hat es erledigt. Ich sage Capri Morave, 4,6 Kilometer. Da ist jetzt C angeschrieben, na, da schauen wir jetzt weiter. Der tiefert wirklich bis Hohenau geht der Weg. Naja, so weit will ich nicht fahren, aber ein Stückchen fahren wir schon noch. Ja, da jetzt müssen wir mal kurz einbremsen, weil da gibt es Wegverpflegung. Griecheln, kleine Ringlotten sind das quasi. Ja, bin da jetzt ein bisschen in einer Zwickmühle, also dort wo ich hin wollte, also der C-Weg geht dort nicht weiter, keine Ahnung wo der weitergeht, nichts gefunden. Bin da jetzt einen Nebenweg gefahren, also meine Heimat liegt da drüben. Schauen wir da mal auf einen Plan, oder besser gesagt auf der Karte schaut es so aus, wie wenn der Weg irgendwo im Nirgendwo endet. Da ist mir schon wieder was aufgefallen. Kleiner Bunker. Das ist extrem klar. Ja, Freunde, ich bin da irgendwo wieder mal in der Pampa unterwegs. Keine Ahnung, wo ich bin. Ich hoffe, dass da vorne laut Karten sollte wieder ein Straßerl sein. Oder ein Weg halt, ein größerer. Naja, Weg kann man zu denen nicht sagen. Das, was ich da mache, ist schon wieder eine Expedition. Ja, Freunde, ich weiß es nicht glauben, aber ich bin mit Lautkarten da, wo ich hingehe. Gott sei Dank. Ja, bei der Brücke war mir ja beim Hinfahren, da sind wir da gerade weitergefahren und ich bin von da hinten jetzt gekommen. Und jetzt gibt es einmal ein Käfchen. Prost. So, wieder am richtigen Weg.
habe zuerst über die Bahn drüber müssen. Da seht ihr noch die Gleise. Und irgendwann muss ich da wieder zurück. Teilweise lässt sich der Ostblock da nicht ausstreiten. Wahnsinn. Ja, wenn es euch da so die Elektrik anschaut. Alter Verwalter. Naja. Da ist wieder mal einer. Der Bunkermeister. Und da ist schon der nächste. Mist, so wird das auch gereicht. Jetzt Umspannwerk wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja, und da an der Seite schon der nächste Bunker. Auch schon fast zugeschüttet von außen. Ja, und was sehen wir da unten? Der nächste Bunker. So, und kurz vor der Brücke gibt es noch mal eine Kaffeepause. Ja, mal schade, dass ich dort nicht mehr weitergehen habe. Der Weg war aus. Und auf der Straße wollte ich noch nicht unbedingt fahren. Eigentlich zu viel Verkehr dort gewesen. So. Wieder wir satteln wieder in die Hühner und reiten heimwärts in die Stadt. Also, da haben wir einen Stacheldraht zum Gedenken an damals. Ja, und weiter geht's wieder auf den grünen Weg. Und wieder oben. Ja, da vor uns jetzt Schlosshof. Da drüben sind ein paar Viecher, da schauen wir noch zu, wie wir da was sehen. Und mein Auto steht dann da hinten irgendwo. Da wird man leider nicht so gut sehen, aber da stehen zwei weiße Eseln, ein Kamel oder Dromedar, eher Dromedar, weil sie zwei Höcker haben. Da stehen noch ein paar. Ja, das ist die Baustelle, da habe ich nicht durch können. Da ist die Straße gesperrt. So, Freunde, jetzt sind wir wieder da. Da habe ich mein Auto angestellt. Und jetzt kommt das Radl hin drauf und ab in die Heimat. Ja, Freunde, das war's. Radl ist am Auto montiert. Und was bleibt mir anders über? Ich sage mal wieder: Dankeschön fürs Mitlaufen, fürs Zuschauen oder besser gesagt fürs Mitfahren, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Malen und pfiat euch die Buben.